Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Es tut mir leid, die letzten 2 Tage gab es leider keine Folge. Ich wollte, es ging aber leider nicht. Ich wollte gestern eigentlich nur eine Folge Kerbal Space Program aufnehmen und dachte dann nach der ersten, ach komm, ich mache noch eine schnelle zweite, die allerdings, habt ihr ja gesehen, 2 Stunden lang war und da hatte ich keine Zeit mehr Starfield aufzunehmen, was mich selber angekotzt hat, aber jetzt geht's weiter. Keine Sorge, das ziehen wir hier weiter durch. Wir sind hier noch lange nicht fertig, denke ich zumindest. Und ja, wir sind von unserer kleinen Klassenfahrt aus dem Schloss heimgekehrt auf dem Schlüssel. Und jetzt reden wir erstmal mit unserem Chef und gucken mal, was jetzt mit Mattes wird. Den könnten wir theoretisch noch verpetzen. Ich bin mal gespannt. Der hat ja eine geile Waffe noch an sich genommen. Vielleicht bekommen wir die irgendwie. So, wir gehen direkt mal zu Delgado. Ja. Naja, wir tragen zu viel. Ich weiß, wir haben viel gelootet. Den Krempel müssen wir dann erstmal verkaufen. Viele Orte ein, an denen ich jetzt lieber wäre. Ja, ich auch. So. Guten Tag, der Herr. Ich mag meine Waffen wie meinen Kaffee. Glühend heiß. So, wir müssten hier lang, ne? Ja, ja, genau, hier. Einmal hoch zum Operationszentrum. So. Ah ja, er wartet oben. Ach, wir sind noch verkrüppelt. Warum? Warum sind wir denn noch verkrüppelt? So, Erfrierung. Prognose schlecht. Schmerzen. Blasen. Verkrüppelt. Ja, gut. Also nichts, was nicht wieder von alleine wird. Gut. Verkrüppelt. Ich meine, so hat uns Andrea kennengelernt. Also muss ich jetzt auch damit zurechtkommen. So, Tachchen, Chef. Hallo. Neva? Endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ja, 2 Tage. Tut mir leid. Zeit. Ich wollte schon runter und eure Leichen plündern. Na. Nicht jetzt, Neva. Also, ihr habt was gefunden. Her damit. So, Delgado. Ist es wirklich so schwer, Danke zu sagen? Oder wie oder was? Hm? Oh, Verzeihung. Wo sind nur meine Manieren? So. Ich meinte natürlich. Gib mir sofort alles, was du gefunden hast, sonst puste ich dir den Schädel weg. Bitte. No. Lass den Scheiß und gib ihm, was du gefunden hast. Also wenn er so nett nachfragt, dann natürlich. Hier, bitteschön. Das ist alles? Nur eine Slate? Ja. Bei so vielen Verlusten ist das besser eine Karte mit einem großen roten X drauf. Teufelloch. Mit Vermächtnis war nicht Cricks Schatz gemeint, sondern ein Schiff. Die Legacy, also Vermächtnis. Ein Galbank-Transporter voller Credits. Ich habe noch nie von irgendeinem abgestürzten Galbank-Schiff gehört. Und selbst wenn es das Schiff gibt, wurde es sicher längst geplündert. Nein, Neva, denk nach. Wenn die Galbank das vertuscht hat und es mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, wusste keiner davon. Okay, das ändert die Sachlage. Nachdem wir jetzt wissen, worum es geht, müssen wir die Suche eingrenzen. Aha. Woher wissen wir, dass nicht schon jemand die Legacy gefunden hat? Weil dieser jemand sonst in so viel Geld schwimmen würde, dass er es nicht verheimlichen könnte. Das ist der Mega-Jackpot. Außerdem bräuchte man jemanden mit Shinyas Fähigkeiten, um das Crypto-Tracing sauber zu halten. Und die Erbsenzähler von der Galbank hätten sicher lieber den Verlust abgeschrieben, als die Bergungskosten zu bezahlen. Nein, die Legacy wartet irgendwo darauf, gefunden zu werden. Das spüre ich. Er spürt es. Er spürt es. Na, wenn... Na, das ist mal ein Anführer. Er spürt es. Na, klasse. Wir haben kaum Anhaltspunkte. Das ist ja klar, oder? Naja, nicht unbedingt. Fangen wir mal damit an, was wir wissen. Das Schiff war von der Galbank. Also hat die Bank Akten darüber, wo es verschwunden ist. Neva, hattest du nicht an einem Deal mit Rokoff gearbeitet? Irgendeine Wohltätigkeitsgala auf einem Trident Starliner? Ernsthaft? Ich arbeite seit 3 Monaten an der Sache. Das ist mein Projekt. Meine Güte, kannst du mal das Projekt vergessen und dein Hirn einschalten? Auf dem Starliner gibt es eine Galbank VIP Suite. Und das heißt... Komm schon, ist nicht so schwer. Das heißt, dass ein Galbank Manager an Bord ist. Wir schnappen uns seinen Zugangspass und sehen uns im Galbank-Archiv in New Atlantis um. Ach du Scheiße, das könnte echt klappen. Ich schreibe sofort Rokoff. Pack deine Koffer, Neuling. Ab in den Urlaub.
Und nimm die Waffe mit. Du hast sie dir verdient und sie könnte nützlich sein, wenn Rokoff es wie üblich verbockt. Kielhauler. Pistole. Eine legendäre. Wer ist denn dieser Rokoff? Rokoff ist, naja, er ist eben Rokoff. Eine echte Nervensäge. War früher bei der Fleet, bis wir ihn rausgeworfen haben. Nutzt jetzt seine Langstreckenerfahrung als Captain auf einem Trident Starliner, wodurch wir einen Kontakt in der Firma haben. Er versucht seit Jahren wieder den Fuß bei uns in die Tür zu kriegen, aber ich bin noch nicht bereit, ihn reinzulassen. Vielleicht kannst du das nutzen. Was ist im Gelbank-Archiv? Nicht das, was du denkst. Oh. Es ist eher ein Büro als ein Banktresor. Okay. Wenn du erstmal drin bist, kannst du auf einen Computer zugreifen und mehr über die Legacy herausfinden. Ich wollte schon immer mal eine Weltraumkreuzfahrt machen. Flossen Paradise, wir kommen. Gut, genau das machst du nämlich auch. Neva und ich sind zu bekannt, um einfach so auf dem Starliner herumzuspazieren. Wenn die Security von Trident uns sieht, ist das aus. Du musst auf das Schiff gehen, Kontakt mit Rokoff aufnehmen und mir den Zugangspass besorgen. Ach so, wo ist eigentlich mein Schiff? Ist das hierher zurückgebracht worden, ja, wie du mir versprochen hast? Wie soll ich eigentlich mit diesem Rokoff umgehen? Weißt du was? Das überlasse ich komplett dir. Wenn du denkst, dass er nützlich war, kannst du ihm eine Bezahlung versprechen. Aber wenn er dir im Weg ist, dann schaltest du ihn aus. Okay, wenn er mir im Weg steht, dann kann ich auch drum rumlaufen. Das müsste doch auch gehen. Du brauchst nur den Gelbank-Zugangspass, ja? Ich verstehe, was du meinst, Neuling, und keine Sorge. Ich würde dieselbe Frage stellen. Aha. Beschaff mir einfach den Zugangspass. Alle anderen Wertsachen, die du auf Rokoff Starliner findest, gehören dir. Noch mehr. Yeah, wir müssen erstmal entsorgen. Das kriege ich hin. Das will ich hoffen. Oh, bevor du gehst, wollte ich dir noch sagen, dass ich mir deine Worte über Mathis zu Herzen genommen habe. Er wird von der Fleet ausgeschlossen. Es überrascht mich, dass er es unversehrt von Suvorov runtergeschafft hat. Der hatte eine Waffe bei sich, die hätte ich gerne. Kannst du mir das irgendwie klar machen? Ich habe mich bei Mathis geirrt? Nee. Ich denke, du hast dich richtig entschieden. Mathis ist mir egal. Ja, es war so eine ganz spezielle Beziehung zwischen uns und dem Mathis. Warum machst du Mathis Zukunft von meiner Meinung abhängig? Weil du den Job schließlich erledigt hast. Du bist meinen Befehlen gefolgt und hast deinen Hals riskiert, um diese Daten zum Schlüssel zu kriegen. Wahrscheinlich hast du Mathis durch das Schloss geschleift und ihn davon abgehalten, etwas Dummes zu tun. Oh ja. Was würde denn rauskommen, wenn ich sage, ich habe mich bei Mathis geirrt? Das ist ja jetzt interessant. Ich hätte gedacht, ursprünglich, wir bekommen jetzt eine Möglichkeit, den Mathis zu verpfeifen. Ich möchte gern wissen, was hierbei rauskommt. Ich glaube, ich habe mich mit Mathis geirrt. Du musst ihn nicht decken. Dein erster Eindruck hat mir schon alles gesagt, was ich wissen muss. Okay. Okay, dann los. Dein nächster Halt ist Rokoff Starliner, die Siren of the Stars. Und denk daran, Rokoff muss nichts von Kriegs Vermächtnis erfahren. Das bleibt erstmal unter uns. Und jetzt los. Hey, Neuling. Ich muss noch kurz mit dir reden, bevor du gehst. Komm ins Last Nova, wenn du mit Mathis fertig bist. Ah, okay. Wir müssen mit... Das war verdammt gute Arbeit, Neuling. Verdammt gut. Danke. Es scheint auch hoch eine verdammt gute Waffe zu sein. Alter Schwede. Eine Sonderanfertigung. Beziehungsweise eine Sonderlackierung. Fleet First steht hier hinten drauf. Ach, cool. Schön. Feuerrate 189. Magazin 6. Aha. Was soll man denn hier erschüttern? Geringe Chance, Gegner taumeln zu lassen. Berserker, je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Geringe Chance, ein Ziel in Raserei zu versetzen. Ich glaube, vollautomatisch können wir rausnehmen. Ja, vielleicht können wir die sogar noch mal ein bisschen verbessern. Aber cool, schöne Waffe. Danke. So, jetzt müssen wir mit dem Mathis erstmal quatschen.
Irgendwie gefällt mir der Rucksack. So, gehen wir mal zu ihm hin. Hier oben hatten wir uns schon umgeschaut. Ist es heute hier dunkler oder kommt mir das nur so vor? Oder haben die hier nur die Notbeleuchtung an? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, der ist nicht begeistert, wenn er jetzt erfährt oder schon erfahren hat, dass er... So, hier hinten war doch die Klinik. Da gehen wir mal kurz hin. Die muss mich mal heilen. Das geht mir aufs Schwein, wenn er die ganze Zeit hier am Ich befürchte, er hat Bedenken. Und ich zähle darauf, dass du es schaffst. Kennedy ist okay, aber das sollte dich nicht abhalten. Ich brauche Hilfe. Na gut, lass mich mal sehen. Hilfe. Du siehst grässlich aus. Danke, und krank bin ich auch noch. Hier, mach mal alles, kümmere dich mal um alles. Facelift, Busenlifting, Brazilian Bootylift oder wie das heißt, keine Ahnung. Alles mal liften. Da bleibt vielleicht eine Narbe. Aber dafür ist ein Herzchen. Oder? Ja, reiß dich zusammen, das dauert nur eine Sekunde. Der ganze Körper ist schon vernarbt. Alles geflickt, vorerst. Und die Seele erst, die ist vernarbt, das sag ich euch. Oh, seelische Schmerzen. Sei vorsichtig. Irgendwann sind meine Vorräte auch alle. Ja, ist ja okay. Hallo. Okay. Der Mattis ist ja jetzt hier auch in im Last Nova. Kann ich eine Auftragsbörse auf meinem Schiff haben? Immer herkommen kostet. Also die andere, die Neva, die ist ja hier. Ah ja, da ist er. So. So, Mattis. Hey! Na, bester Freund? Hey, ich will mit dir reden. Wegen dir schmeißt mich Delgado aus der Fleet. Aber weißt du was? Leg dir mal lieber deine eigene Flotte zu. Ich mache nämlich Jagd auf dich. Hätte ich Delgado lieber von deinem kleinen Mordplan erzählen sollen, hä? Ah, verstehe. Du hältst dich wohl für eine große Nummer, oder? Ja. Dem armen Mathis ein bisschen Gnade gewähren, wo du jetzt Delgados Kumpel bist, ja? Genau. Rate mal, dein Großmut befördert mich vom Schlüssel. Und das heißt, dass du dich besser in Acht nimmst. Aha. Och, Mensch, Mattis, du bist jetzt extra hier geblieben, um dich noch zu verabschieden. Ich bin nur geblieben, um dir zu sagen, dass du in Zukunft die Augen offen halten solltest. Irgendwann stehe ich direkt hinter dir, mit dem Finger am Abzug. Es wird schwierig, uns zu überrumpeln, wenn du es uns vorher sagst. Du hast das wohl nicht so ganz durchdacht, was? Und jetzt geh mir aus den Augen! Och, Mattis. Ich habe dir gesagt, wir sind fertig. Geh mir aus den Augen. Och, Mattis. Ich sorge dafür, dass du das noch bereust. Das schwöre ich. Mattis. Lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Mattis. Ich habe dir gesagt, wir sind fertig. Geh mir aus den Augen. Ich glaube, wir sollten... Schatz, Liebchen, wo ist er denn? Ich glaube, wir sollten ihm mal aus den Augen gehen. Hallo. Wir sind immer noch Neuling, obwohl wir jetzt schon so gut mitgearbeitet haben. Jetzt bin ich gespannt, was Neva von uns will. Was willst du haben? Jetzt tanzt hier die Nächste. So. Hallo. Die Fleet ist eine wahre Familie. Da bist du ja. Okay, pass auf. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. Ach, ist das so? Warum sollte ich dir die Kohle durch die Lappen gehen? Weil es um ein einmaliges Event geht, das an Bord der Siren of the Stars stattfindet. Wenn jemand herausfindet, dass die Crimson Fleet auf dem Starliner ist, wird das Event abgesagt und meine Beute ist futsch. Ich werde mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Solange ich einen Anteil kriege, die sind ja alle hier so, ne? Ja, komm, wir versuchen es mal. Klar kriegst du einen Anteil. So läuft das hier immer. Warum sollte es diesmal anders sein? Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank-Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis.
Okay, wieso ist so ein Preis so viel wert? Ich habe Bilder von dem Preis gesehen. Da sind 12 blaue Diamanten eingelassen und er ist mit Gold verziert. Wenn Jazz ihn für mich zerlegt, kann ich den Preis in einen Batzen Cash umwandeln. Und die Einzelteile lassen sich nicht nachverfolgen. Das klingt gar nicht so doof. Hat der Galebank-Manager, nachdem ich suche, irgendwas mit dem Preis zu tun? Nein, Dombrowski ist nur an Bord, um die Galebank-VIP-Suite zu nutzen und sich auf Kosten der Bank zu amüsieren. Er feiert sicher mit den anderen verwöhnten Schnöseln, aber ich kann dir garantieren, dass ihm völlig egal ist, worum es bei dem Event geht. Okay. Schummeln ist doof, Neva. Du musst dir den Preis fair und ehrlich verdienen. Ja, genau. Da wird sie richtig Bock drauf haben. Ach so, das ist alles so ein bisschen, naja, eventuell, vielleicht, mal gucken. Ich gehe nicht gern unnötige Risiken ein. Warum zur Hölle bist du dann hier? Wir gehen jeden Tag unnötige Risiken ein. So ist das bei Piraten. Du kannst dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst, aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Sold ab. Welcher Sold? Wir kriegen Sold? Auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Du musst wohl einfach entscheiden, ob es das wert ist. Erwartet Rockhoff nicht auch einen Anteil? Rockhoff füttert mich nur mit Infos. Sobald ich ihn bitte, einen Finger zu rühren, erzählt er mir 5 rührende Geschichten, warum das nicht geht. Ich würde dir raten, ihn komplett außen vor zu lassen. Sonst kostet uns das beide ein paar Credits. Okay, ER-Preis. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über den Ehrenretterpreis. Ja, E wie Erde, R wie Retter. Komm schon, denk mal mit. Ich habe noch ungefähr 17 andere Sachen zu tun und du hältst mich auf. Okay, ja, ich beschaffte diese blöde Trophäe. Dann ist das ja geklärt. Gut. Gut. Okay, Neuling, wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir, erledige den Job. Läuft. Wir reden später. Ach hier, bestatte. Erstatte Bericht auf der Vigilance. Okay, machen wir. Hat uns noch nicht erwischt. Du brauchst wohl einen Drink. Hier ist die VIP-Lounge. Ah ja, ich sehe schon, das sieht man direkt. Aludra muss sich mal die Kinetik ansehen. Der Rückstoß ist zu hart. Ach ja, stimmt, das ist ja unser neues Schiff, was wir bekommen haben beim letzten Mal. Wir sind ja nicht nur damit hierher geflohen, sondern das gehört ja jetzt auch der zur Crimson Flotte. Der Crimson Fleet darf man nicht trauen, auch wenn man sie für Verbündete hält. Kann ich dir helfen? Ich bin noch nie davor zu... Ja. Die hat noch ein bisschen Platz, das ist schon mal ganz gut. Ich gebe dir mal ein paar Sachen, die sehr viel wiegen. Ja, es war schon fast. Okay. Gehst du schon? Ja, aber du bleibst ja dabei, also komm ruhig mit, Liebchen. Warum stehst du dir die Beine in den Bauch? So, wird sich hier wieder die Stange gehalten? Nee, heute nicht. Heute nicht. Wir haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen Wachdienst, aber Verräter entgehen uns. So, wir gehen erstmal wieder ins Schiff, docken ab und dann fliegen wir zur Vigilance. Wir hatten... Oh, was haben wir denn hier? Frag Jazz nach Schiffsupgrades. Oh. Ein Piratenschiff braucht eine Persönlichkeit. Ja, genau. Interview Teil 1. Hallo und willkommen bei Galact Talk auf SNN. Ich bin Gail Dunnigan. Mein Gast heute ist einer der berüchtigsten Verbrecher der besiedelten Systeme. Seine Skrupellosigkeit und Gier haben ihn zum meistgesuchten Verbrecher aller wichtigen Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Galaxie gemacht. Die Rede ist von niemand Geringerem als dem selbsternannten Anführer der Crimson Fleet, Jasper Kriggs. Guten Abend, Jasper. Hallo, Gail. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Naja, mit verbundenen Augen per Grafsprung in eine verlassene Mining-Anlage gebracht zu werden, würde ich nicht gerade als Einladung bezeichnen. Dir war aber doch klar, dass deine Interviewanfrage mit einigen Sonderbedingungen verknüpft sein würde. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass überhaupt eine Antwort kam. Verrätst du mir, warum du in dieses Interview eingewilligt hast?
jeder Pirat irgendwann in seinem Leben an einen Punkt kommt, an dem er eine wichtige Entscheidung treffen muss. Wagt er den Sprung und wird zu einem der legendärsten Piraten der Geschichte? Oder dümpelt er weiter vor sich hin und hält sich mit Frachtern und Kleinvieh über Wasser? Und wir dürfen davon ausgehen, dass du den Sprung wagst, dass Jasper Crix hoch hinaus und ganz groß rauskommen wird? Ganz genau, Gale. Genau deswegen bist du hier. Interessant. Und verrätst du uns auch, wie genau dein gewagter Sprung vonstatten gehen soll? Zur gegebenen Zeit. Nur Geduld. Wir haben mindestens 12 Stunden, bis die Behörden diese Übertragung zurückverfolgen können. Wir können uns also ausführlich unterhalten. Also gut. Dann starten wir mal in unser Interview. Am besten vielleicht mit dem Beginn deiner Karriere. Sehr gern. Okay, ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wie kam sie denn ran, mit ihm ein Interview zu führen? Ja gut, er hat Gale, wie er sie immer so schön nennt, einfach entführt. Auch eine Möglichkeit. Na? Mein Gott, eure bemalten Helmvisiere, das sieht echt ein bisschen bescheuert aus, aber okay. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr euch da direkt da was hinmalt, wo man doch gern was sehen möchte. Sind ja auch nicht die hellsten hier bei der Crimson Fleet. So, ab ins Cockpit, einmal abdocken. Zack. Und dann zur Vigilance. Ach so, warte, erst nach Hause. Wir haben ja auch ein bisschen was Illegales noch dabei, glaube ich. Ich meine, ich hätte... Moment, die hat nicht alles geheilt? Bevorstehendes Wetter. Ja. Was, Sonnensturm oder was soll mich hier oben ereilen? Genau, wir haben noch was Illegales dabei. Irgendwo. Irgendwo... Da! Die gestohlene Kunst. Die müssen wir erstmal nach Hause bringen. Sonst fliege ich hier nirgendwo hin. Ah ja, ach guck mal hier. Ach, wir wohnen ja direkt nebenan. Wir müssen ein paar Mal springen, aber schon okay. Auch mal wieder nach Hause, da waren wir jetzt auch lange nicht. Wir hatten noch ein Level gemacht, stimmt. Wir könnten noch ein, könnten hier noch einen Punkt in die Teilchenstrahlwaffen ein... Ja, komm, machen wir. Was soll's. Und dann könnten wir Rang 4 machen mit dem nächsten Mal. Ich wollte zwar auch bei Sozial da irgendwie weitermachen. Bei Handel, dass wir dann runterkommen und ich mehr Leute der Schiffscrew zuweisen kann. Aber das, ja, machen wir dann. Hier ist die Kiste mit dem ganzen illegalen Zeug. Und so habe ich auch noch direkt ein bisschen... Ja gut, da ein bisschen, genau. Ein paar Ressourcen haben wir doch aber hoch, haben wir doch aber auch dabei, oder? Ah ja, doch, stimmt. Ich hatte einiges mitgenommen. Da wechseln wir mal kurz zur Front hier, zum Raumschiff. Zum Frachtschiff. Und dann fliegen wir mit unserer Mantis wieder weiter. Ja, mal gespannt, wann kamen denn? Die wollten ja alle 6 Wochen einen größeren Patch bringen zum Spiel. Gut, vielleicht jetzt durch Weihnachten neuer verzögert sich ja vielleicht ein bisschen, aber ich denke mal so vielleicht Ende Januar, Februar. Und mal gucken, irgendwann... Ach, das ist die andere Schleuse dann. Ich habe gerade überlegt, was ist denn das Rote da? Irgendwann kommt vielleicht auch so ein Pre-Patch für... Wobei ich glaube, das Spiel selber braucht vielleicht gar keinen Patch, wenn das Creation-Tool rauskommt. Das Gefängnis-Shuttle. Das ist schon ganz geil, dass wir jetzt auch ein Gefängnis-Shuttle haben. So, okay. Ja, mal schauen, wann der nächste Patch kommt. Vielleicht noch im Januar, vielleicht dann spätestens im Februar, denke ich, sollte der nächste kommen. Sehr gut.
Gut. Da ist er wieder, unsere Mantis. Und dann geht's zur Vigilance. Die war... im Sol-System, genau. Praktisch von uns aus gesehen, also da, wo du dich gerade befindest, im echten Leben, um die Ecke. In kosmischen Maßstäben gerechnet. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Nicht nach Phobos. Das hilft uns wenig. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. So, einmal andocken. Das haben wir jetzt bei Kerbal Space Program nochmal gelernt, wie es richtig geht. So halbwegs wenigstens. Also fast. Okay, dann können wir wieder Berichte erstatten. Gibt es vielleicht nochmal ordentlich Geld und Erfahrungspunkte. Ich meine, gut, Geld. Wir werden dann irgendwann die anderen Häuser und, also Häuser ist zu viel gesagt, um die Wohnung oder die Apartments noch kaufen. Hallo. Glaub, hallo, in New Atlantis könnten wir noch eins kaufen. In Aquila City ein oder zwei. Sonst in, kann man in Neon oder auf Cydonia was kaufen? Doch Cydonia hatten wir da nicht was gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Wo die Vigilance hinfliegt, nimmt die Fleet Reis aus. Ja, fast. Hey, ich bin's. Achso, habe ich für Sie eigentlich nochmal irgendwelche Beweise? Der Commander weiß, welches Opfer du mit deinem Einsatz bringst. Ich habe Beweise für dich? Prima, dann lass mal sehen. Ah ja, stimmt. Beides. Drei und Stück sogar. Ich habe etwas über Radley Jaso herausgefunden. Jaso ist in Wahrheit Jaso. Also Lionel Soto. Mhm. Wir hielten Soto für tot. Zumindest stand das in der Akte. Ich bringe das auf den neuesten Stand. Aber da Jaso mit der Crimson Fleet zu tun hat, können wir da noch nicht viel tun. War's ja. Das? Nee, pass auf, folgendes. Das stammt hier aus dem Schlossgefängnis aus Suvorov. Unglaublich, dass all diese Märchen über Kriegs Vermächtnis nur auf ein Gerücht zurückgehen, das Jasper Kriegs im Knast aufschnappte. Das zeigt nur, wie ein winziges Gerücht zu einem riesengroßen Märchen werden kann. Weißt du noch mehr? Ja, diesem Beweis zufolge gibt es einen Maulwurf, der Jasmine Durant versorgt. Du hast recht, aber das war unmöglich nur eine Person. Es ist zu aufwendig, diese Teile zu transportieren. Ich schicke das zum Mass, damit sie es überprüfen. Durant sollte sich ab jetzt lieber anderswo nach Teilen umsehen. Hast du noch mehr? Nee, das war's erstmal. Also gut. Hm. Mach nur weiter so. Läuft, krieg mal hin. Du willst wirklich nicht über die Vergangenheit reden, oder? Du lässt einfach nicht locker, was? Hm. Warum liegt dir so viel an meiner Vergangenheit? Weil mir viel an dir liegt. Andrea, das war jetzt... Warum stört dich die Frage so sehr? Weil es um Privates geht und wir professionelle Distanz wahren sollen. Nee. Und keine Freundschaften schließen. So habe ich schon zweimal geheiratet. also bisher zweimal. Warum sollten wir nicht Freunde werden? Ich bleibe lieber auf Abstand, okay? In meinem Beruf sollte man lieber keine Freundschaften schließen. Denn das nimmt so oder so ein böses Ende. Warum auch immer. Also wenn man im Puff sagt, okay, ich hier auf Arbeit schließe ich keine Freundschaften... Kann ich verstehen, aber hier beim Militär oder was das ist... Stimmt, das habe ich gesagt. Ich zögere bloß, weil es dir vielleicht nicht gefallen wird. Wärst du schockiert darüber, dass ich schon mal im Knast war? Ich bin so eine Heuchlerin. Oh mein Gott! Wir waren doch auch gestern... Vorgestern, vorvorgestern, erst im Knast im Schloss. Warum macht dich das zur Heuchlerin? Das macht sie ein bisschen heißer, muss ich sagen. Eine Gefängnisfrau hatten wir noch nicht. Komm schon. Ich habe also, die kriminellen Aktivitäten der Crimson Fleet offen verurteilt. Ja, naja, mein Gott, das ist. Wir sind ja auch. Wir sind doch alle hier auf dem Schiff ein bisschen moralisch flexibel. Das ist ja kein Problem. Im Gegenteil. Okay, ja. Du hast eine Menge zu erklären. Ne, brauchst du ja gar nicht. Das interessiert mich da gar nicht. Schockiert trifft es ganz gut, ja. Im Gegenteil, das erklärt so einiges. Ach ja? Ja. Wirklich etwa wie ein Ex-Knacki oder so? Eigentlich nicht. Dann lass es mich erklären. Ich wuchs in New Atlantis auf dem Unterdeck auf. Meine Eltern konnten gerade so die Miete bezahlen. Als ich von der Schule flog, flehten sie mich an, mir Arbeit zu suchen. Doch rasch wurde mir klar, dass es viel leichter ist, sich einfach alles zu nehmen. Ein Jahr später hockte mir die UC Security im Nacken. Und meine Eltern warfen mich zu Hause raus. Du hast also auf der Straße gelebt? Von wegen. Ich verdiente genug, um mir mein eigenes, schick eingerichtetes Apartment zu kaufen.
Ich schickte meinen Eltern sogar Bilder davon, um es ihnen zu zeigen. Ich war ein echtes Arsch... Naja, ich war nicht so nett. Eine Arschlampe, wollte sie sagen. Von der Verbrecherin zur Gesetzeshüterin. Was für eine Geschichte. Mein Leben ließe sich super verfilmen. Naja. Ich hatte eine geile Zeit. Verdiente sehr viel mehr, als ich zum Überleben brauchte und liebte jede Minute. Hättest du mir damals gesagt, dass ich irgendwann diese Uniform trage, hätte ich dich für verrückt gehalten. Aha. Und doch ist es jetzt wahr. Danke. Ich bin auch ziemlich stolz darauf. Sagen wir einfach, die Jahre nach dem Unterdeck hatten Höhen und Tiefen. Ich dachte, du verdienst einen Einblick in meine Vergangenheit, damit du weißt, woher meine Wut auf die Fleet rührt. Ja, alles gut. Mehr verrätst du mir nicht? Ja, ich habe dir mehr als genug erzählt. Außerdem soll ich dich im Blick behalten, nicht andersrum. Ja, ja. Ja, danke, dass du es mir erzählt hast. Kein Problem. Nun, fürs Erste reicht es. Du verstehst schon. Arbeiten wir lieber weiter, bevor Keepway uns beim Trödeln erwischt. Ja, ja, Lieutenant Toft ist ja ein schön Töfte, wa? Welche Hintergrundinformationen über die Fleet kannst du mir noch geben? Sie sind Piraten durch und durch. Aber unter der aktuellen Führung sind sie um einiges organisierter geworden. Das macht sie sehr gefährlich. Aber ich hoffe, das gleicht sich durch mehr Berechenbarkeit wieder aus. Habe ich Zugang zu SysDev-Ressourcen, wenn ich undercover bin? Informationen bekommst du von uns, aber Vorräte oder Schiffsbedarf holst du dir besser bei der Fleet. Ich werde dir helfen, deine Tarnung zu wahren und dich in die Operation der Fleet einweisen. Okay, cool. Wir sind da, wenn du uns brauchst. Ja, erstmal geht's hier weiter. Vorstellen, du bist zurück? Und wie lief's? Ich habe einen neuen besten Freund, den Mattis. Der kommt vielleicht nochmal vorbei. Der wollte mal Hallo nochmal sagen. Auf seine Art und Weise. Also nicht wundern. Warum bist du eigentlich so überrascht, mich zu sehen? Ganz ehrlich, weil wir es noch nie so weit geschafft haben. Der letzte Agent, der die Fleet infiltrieren sollte, ist in der Leichenhalle in New Atlantis gelandet. Ich dachte, er überwacht mich ununterbrochen. Selbst mit unserer besten Spionageausrüstung können wir nur wenig von der Vigilance aus überwachen. Wir können lokale Gespräche abfangen und über Langstreckenscans sehen, wohin du fliegst. Aber wenn du auf dem Boden bist, bist du auf dich allein gestellt. Wenn wir zu nah rankommen, riskieren wir nicht nur einen Angriff, sondern gefährden auch deine Tarnung. Und dann könnten wir alle sterben. Ja, ganz ruhig, ganz entspannt. Ich bin durch mit dieser Scharade. Macht euren Scheiß allein, ich will aussteigen. Nee, jetzt sind wir mittendrin, ey, ist doch geil. Wir arbeiten einfach für beide, kassieren doppelt ab und am Ende ist mir scheißegal, wer hier was macht. Naja, mal gucken, wie es läuft. Ich bin ja noch eher auf der Seite von hier den Leuten. Ja, nee, ich habe die Crimson Fleet erfolgreich infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Dann geht es voran. Andrea hat's gefallen. Gute Arbeit, Neuling. Ja. Ich wusste, dass wir Delgado überlisten könnten, aber Neva, die ist clever. Sie zu täuschen ist nicht leicht. Hast du schon etwas Berichtenswertes entdeckt? Oh, 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 wenn du wüsstest. Woher wusstest du, dass ich Delgado täuschen kann? Laut unserer Informationen ist Delgado zwar ein charismatischer Anführer, hat aber nicht das beste Urteilsvermögen. Deswegen solltest du dich mit ihm gutstellen und dich von Neva fernhalten. Hm. Sie ist clever und hat bisher alles durchschaut, was wir versucht haben. Kann ich dir diese Information auch wirklich ungefährdet anvertrauen? Ich kann deine Sorge verstehen, dich aber auch beruhigen. Jedes Mitglied dieser Crew wurde sorgfältig von mir und Lieutenant Toft überprüft. Deine Informationen verlassen dieses Schiff erst, wenn sie vollständig verschlüsselt und kodiert wurden. Darauf hast du mein Wort. Na gut, ich vertraue euch mal. Delgado sucht ein Galebank-Schiff namens Legacy, das mit einem Vermögen an Bord verschollen ist. Legacy, warum kommt mir das bekannt vor? Augenblick mal,
Soll das etwa heißen, Delgado hat Kriegs Vermächtnis entdeckt? Du sagst das so, als wäre es allgemein bekannt. Ich habe noch nie davon gehört. Ich bin überrascht. Ich dachte, dass diese Geschichte in allen Winkeln der besiedelten Systeme bekannt ist. Gut möglich, Sir. Wir haben in letzter Zeit einige entsprechende Nachrichten abgefangen. Wir waren davon ausgegangen, dass das ein Märchen ist, um Rekruten anzulocken. Mann, ich bin das alles schon mit Delgado durchgegangen. Ja, nee, ich glaube, es ist wahr. Tja, das kleine Geheimnis können wir in etwa 10 Sekunden lösen. 9. Mal sehen, 8, was wir hier haben. 7, Nö, 6. Keine Einträge 5. zu einem Galbank-Transporter namens Legacy in der Datenbank. Ich glaube, Delgado will dich manipulieren. Commander? Ich glaube, es gibt keine Einträge, weil die Galbank etwas versteckt. Delgado ist kein Idiot. Wenn er seinen eigenen Hals riskiert hat, um an diese Infos zu kommen, dann weiß er etwas. Wir müssen das ernst nehmen. Wie geht das jetzt weiter? Du bist doch hier der Chef. Woher wisst ihr, dass Delgado mit uns im Schloss war? Das ist einfach. Wir haben eure Schiffe beobachtet, als sie auf Suvorov gelandet sind. Als er zum Schlüssel zurückkehrte und du nicht sofort nachgekommen bist, naja, da dachten wir, unsere Operation wäre vorbei. Naja. Warum glaubst du, dass die Galbank etwas versteckt? Hast du eine Ahnung, wie blamabel es für die Galbank wäre, zuzugeben, dass sie einen Transporter verloren haben? Völlig egal, ob das Schiff vor 5 oder vor 500 Jahren verschwunden ist. Wenn rauskommt, dass eine Bank Geld verschlammt hat, ist ihr Ruf ruiniert. Ich soll auf einen Starliner gehen, um einen Zugangspass zum Galbank-Archiv zu stehlen. Clever, Delgado. Sehr clever. Ich an deiner Stelle würde genau das Gleiche probieren. Wir müssen verhindern, dass Delgado die vielleicht größte Beute in die Finger bekommt, die die Crimson Fleet je gesehen hat. Vielleicht sollte ich nach New Atlantis fliegen und das Galbank-Management befragen, Sir. Wir müssen die Initiative übernehmen. Nein, wir lassen die Sache laufen und uns von unserem Agent weiter mit Informationen versorgen. Das genügt vorerst. Es wird nicht reichen, den Transporter zu lokalisieren. Jasper Kriegs war clever. Und aus irgendeinem Grund ist er nie dort angekommen. Sollte ich die Sache nicht beenden, indem ich Delgado umbringe? Damit Neva Mora seinen Platz einnimmt? Oder Shinya Foss? Oder irgendein anderer der Piraten, die auf seinen Posten schielen? Nein, wir müssen die Undercover-Operation fortsetzen und herausfinden, ob das wirklich eine glaubwürdige Gefahr ist. Woher weißt du, dass Jasper Kriegs die Legacy nie gefunden hat? Die Crimson Fleet wäre sonst ein vollkommen anderer Gegner und Kriegs nicht vor Jahren verschwunden. Auch wenn dieser verdammte menschliche Computer Shinya Foss das Geld versteckt hätte, unsere forensischen Buchhalter hätten es gefunden. Nein, der Crimson Fleet geht es finanziell nicht gut. So viel Geld haben sie, naja, noch nie gesehen. Okay, dann mache ich erstmal weiter wie geplant. Das ist absolut entscheidend. Wenn die Crimson Fleet einen Transporter voller Geld in die Hände kriegt, wäre das desaströs für die besiedelten Systeme. Du musst alles tun, um uns weitere Informationen zu beschaffen. Und bring um Himmels Willen auf diesem Starliner niemanden um. Wegtreten, beide. 15.600 Credits sind 350 EP. Schön. Cool. Ich finde das cool, wie die miteinander verwoben sind. Reise zur Siren of the Stars. Geil. Ey, es... Angeblich lässt dich die Fleet Gespenster. Es wäre so lustig, wenn da so ein paar Anspielungen an Flossen Paradise geben würde. Ich glaube es nicht, aber es wäre schon echt geil. Gibt es eigentlich... Doch, es gab, habe ich neulich mal gesehen, da ging es irgendwie ums fünfte Element, so eine Doku, wie das entstanden ist und so, und ging irgendwie 50 Minuten oder was. Und es gab tatsächlich, haben die auch gezeigt, ich glaube, 2 Spiele zum fünften Element. Eins so ein ganz schlechter Shooter und ein wie so eine Art Rennspiel. Da wurde dann halt da mit deinen Hovercars durch die City gedüst bist. Aber beides wohl sehr schlecht und PS1 halt damals. Das ist ja Mitte, Ende der, ich glaube Ende der 90er kamen die Videospiele dann raus. Ja, naja. Gucken wir mal. Abschließen und dann davonfliegen. Ich bin mal gespannt, wann uns Mattes überrumpelt mit seinem Scheißschiff und wir dem aus dem All pusten.
und Raumstaub draus machen. So, jetzt bin ich gespannt. Wo müssen wir hin? Okay. Da zeigt er hin, oder? Arane? Startsequenz 2, 1 und Grafsprung. Jo. Aha, da ist er. Ja, ganz cool hier zwischen Planet und Planetenring. Okay, geil. So, wo ist hier der Swimmingpool am Außendeck? wo können wir denn da mal andocken? Da. Ich hätte es mir ein bisschen größer vorgestellt. Gehen wir mal rüber. Ich wünsche mir jetzt viele Sukkulenten und Pflanzen auf dem Schiff. Ja, wirkt erstmal ein bisschen trist. Als Raumfahrtkreuzer. Bip, 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 bip. Oh. Ah. Das ist alles geklaut. Okay, gut. Brauche ich gar nicht weiter zu schauen, außer nach einem Comic-Ausschau halten. Okay, das sieht jetzt aber echt erbärmlich aus, so ein bisschen. Oh, ich hätte mit ein bisschen mehr Prunk gerechnet, aber vielleicht kommt das noch. Das ist jetzt nur erstmal die Andockbucht, Laderaum und so weiter. Wird auch Zeit, dass du auftauchst. Also gut, ich will wissen, was los ist. Ich versuche seit, seit 3 Jahren Delgado auf mich aufmerksam zu machen und ernte nur totale Funkstille. Und als Neva und ich gerade ein großes Ding drehen wollen, befiehlt Delgado mir ganz plötzlich, dir zu helfen. Sein Handy war kaputt, der konnte nicht telefonieren. Der hatte so einen Fehler in der SIM-Karte. Deswegen konnte er nicht anrufen. Krieg ich eigentlich keine offizielle Führung durch Schiff, oder? Oh, klar, klar. Erst die Führung, dann das 5-Sterne-Menü am Kapitänstisch. Oh ja. Damit eine Sache klar ist. Du bist zum Arbeiten hier, nicht Urlaub zu machen. Nö. Also reden wir erst einmal über Delgados plötzliche Handreichung. Warum befolgst du Delgados Befehle, wenn du gar nicht zur Crimson Fleet gehörst? Weil man einen Sieg nur dann einfahren kann, wenn man überhaupt mitspielt. Schlimmstenfalls schaffe ich es nicht in die Fleet, bin aber ein paar tausend Credits reicher. Das ist doch fast schon eine Win-Win-Situation, oder? Naja. Sollen wir so fies zu ihm sein? Ach, guck mal, die gehören zur Trident Luxury Lines. Von denen haben wir schon immer mal gehört. Ich befolge nur Delgados Befehle. Ja, dann sieht es so aus, als ob wir das Hündchen vom Delgado sind. Was wir ja auch sind. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen wie so ein Crimson Fleet Heini auftreten. Du solltest froh sein, dass Delgado dich überhaupt hier mitmachen lässt. Froh? Oh, ich bin begeistert. Ja, aber fast. Trotzdem gibt es für mich noch viele Unbekannte. Und in unserer Branche können Unbekannte tödlich sein. Also, in Navas Nachricht hieß es, du bist wegen Dombrowski hier. Hat sie dich wirklich nur dafür geschickt? Oder sollst du vielleicht auch was stehlen? Na, er weiß Bescheid. Warum fragst du Neva nicht selber? Spiel keine Spielchen. Eine Nachricht zum Schlüssel und zurück zu pingen dauert länger, als wir für den Job Zeit haben, das weißt du. Wir sollen bei diesem Job in allen Aspekten zusammenarbeiten. Also, sagst du mir, warum du noch hier bist oder nicht? Ne, der weiß ja auch Bescheid, ne? Ich soll für Neva den Erdenretterpreis stehlen. Ach, tatsächlich? Unglaublich, dass sie mich übergehen will. Ach fuck, ich dachte, der weiß das. Wäre der Preis überhaupt gar nicht auf diesem Schiff. Oh.
Ach so, nee, ich hab mich versprochen. Huch, na sowas habe ich mich wohl vertan. Was hatten du und Neva ursprünglich geplant? Erzähl mal. Ich habe die Gesellschaft zum Erhalt der Erde monatelang manipuliert, damit sie ihre Gala auf der Siren of the Stars abhalten. Ich musste das Event organisieren und dafür sorgen, dass der Preis auf dem Schiff ist. Neva wollte den Rest erledigen. Als ich ihre Nachricht über Dombrowski bekommen hatte, dachte ich, sie würde kommen, um den Preis zu stehlen. Aber sie hat wohl dich geschickt. Ja, da müssen schon Maschinen kommen, keine Ersatzteile, ne? Die kriegt das nicht, sicher nicht so gut hin wie wir. Gut, jetzt haben wir uns schon mal verplappert. Keine Sorge. Du wirst trotzdem bezahlt. Ach ja? Witzig, dass du das erwähnst. Oh. Schön, ich helfe dir. Aber du machst die Laufarbeit. Und ich kriege trotzdem meinen Anteil. Ja. Aber dazu kommen wir später. Erstmal gibt es wichtigere Dinge zu tun. Warum nimmst du überhaupt jemanden vom Girlbank Management ins Visier? Das passt nicht ins übliche Beuteschema der Fleet. Was ist denn deiner Meinung nach das übliche Beuteschema, hä? Handelsschiffe, Transporter, Versorgungskonvois, Mining-Siedlungen, sowas eben. Aber es mit einer Megacorp aufzunehmen, ist eine große Sache. Von sowas hat die Crimson Fleet bisher die Finger gelassen. Entweder ist Delgado verzweifelt, oder die Sache ist nur die Vorbereitung auf ein noch größeres Ding. Mehr Infos kriegst du nicht, find dich damit ab. Nee, der Zugangspass, das geht ihnen erstmal nichts an. Mehr Infos kriegst du nicht, find dich damit ab. Ah, verstehe. Das Spiel spielen wir jetzt also? Okay, gut. Tja, du kannst eigentlich gleich wieder zurück auf dein Schiff gehen. Ohne meine Hilfe kommst du nämlich nicht mal in Dombrowskis Nähe. Wir haben wohl keine große Wahl in der Sache. Wir sollten ihn anhören. Ich puste ihm nicht gleich nicht nur seinen Hut vom Kopf, sondern den Rest auch noch mit, wenn er weiter so frech ist. Du denkst offensichtlich an was Bestimmtes, Aha, da kann wohl jemand Gedanken lesen. Du hast absolut recht. Ich will kein Geld. Ich will wieder in die Crimson Fleet. Ganz einfach. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Mach einfach, was man dir sagt. Brauchst du etwa kein Geld? Klar, aber wer gibt sich schon mit einer einmaligen Zahlung zufrieden? Ich denke lieber langfristig. Weißt du, wenn ich wieder bei der Fleet bin, habe ich Zugang zu Shinya Foss. Und das ist gleichbedeutend mit einem endlosen Strom an Credits. Ah ja. Glaubst du wirklich, ich kann so etwas versprechen? Ich hoffe es für dich, sonst müsst ihr euch einen anderen Galbank-Manager suchen. Solange Dombrowski auf diesem Schiff ist, gehört er mir. Also der müsste ja drauf eingehen, wenn ich das erste nehme, weil das in diesen viereckigen Klammern ist. Ich probiere das jetzt mal. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Mach einfach, was man dir sagt. Also schön. Wenn du es auf die Tour machen willst, gut. Dombrowski ist ein echter Fulltimer auf der Siren of the Stars. Der ist deutlich öfter auf Kreuzfahrt als im Büro. Zum Glück findet auf der Siren die Wohltätigkeitsgala der Gesellschaft zum Erhalt der Erde statt. Da will Larry natürlich mit seinem VIP-Status angeben. Um zu kriegen, was du willst, musst du auf die Gala gehen und mit den anderen Philanthropen reden, um etwas Nützliches herauszukriegen. Oh nein. Ist es eine Option, alle zu erschießen? Oder uns selbst, um das zu vermeiden? Oh, mit den anderen Philanthropen. Na, da hab ich ja Bock drauf. Da sind wir genau die Richtigen für. Kannst du mir was Näheres über die Gala sagen? Die Gala ist eine totale Heuchelei.
Ein Haufen reiche Schnösel schmeißt eine Party für sich selber. Die interessieren sich einen Scheiß für den Erhalt der Erde oder irgendeinen anderen wohltätigen Zweck. Was ist ein Fulltimer? Jemand mit genügend Kohle, um sich für einen sechsstelligen Betrag eine Dauerkabine auf einem der edelsten Spaceliner von Trident zu leisten. Das ist quasi wie ein mobiles Luxusferienhaus. Ein Spielzeug für gelangweilte, reiche Leute. Ich habe nichts dabei, um mich in Schale zu werfen. Das Alien-Kostüm haben wir leider zu Hause gelassen. Mist. Du rührst also keinen Finger, während ich die ganze Arbeit mache? Ganz ruhig. Ich bringe die Dinge ja erst in Gang. Du kommst sicher bald wieder angerannt, weil du Hilfe brauchst. Mit dieser Karte kommst du in den Sternensaal. Wenn du Hilfe brauchst, ich relaxe oben in einem Lounge-Bereich. Misch dich unter okay. Die Leute. Diesen Dombrowski kann keiner ausstehen. Also verraten sie dir sicher gerne seine schmutzigen Geheimnisse. Hört sich gut an. Von was für schmutzigen Geheimnissen reden wir hier? Er ist ein echter VIP unter den Managern. Also hat er entweder richtig geschuftet und sich mit Blut, Schweiß und Tränen mühsam hochgearbeitet. Oder er hat gelogen, betrogen, gedrängelt und andere geopfert, um die Karriereleiter aufzusteigen. Und was man so hört, war es exakt so. Ja, ja, erste Risse unter die Leute mischen, das ist nicht so meins. Aber ich spiele mal mit. Ja, solange es kostenlosen Alk gibt, bin ich dabei. Jetzt sprichst du meine Sprache. Aha. Ach, eine Sache noch. Trident rüstet seine Starliner mit hochmodernen Systemen zur akustischen Gefahrenerkennung aus. Wenn du also die Geduld verlierst und alle an Bord tötest, wird die Security alarmiert und die Kacke ist am Dampfen. Aber damit solltest du für den Anfang genug wissen. Viel Glück. Also die Security wird erst alarmiert, wenn schon alle tot sind. Dann ist es ja okay. Kannst du mir mit dem Erdenretterpreis helfen? Solange du daran denkst, dass ich meinen Anteil trotzdem kriege, helfe ich dir, wo und wie du willst. Wie steht es um deinen Plan? Glaubst du, Neva schafft es, den Preis zu verkaufen? Neva hat mal ein Schiff der UC Security ausgeschlachtet und die Teile über eine Strohfirma wieder an die UC verkauft. Das sagt doch alles, oder? Ja, top. Mach dir keine Sorgen. Okay. Also, wie steht es um deinen Plan? Wie kann ich helfen? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Ich komme später nochmal drauf zurück. Okay, dann sage ich dir, wer für den Preis zuständig ist. Sie heißt Sheila Holbrook. Du findest sie vermutlich im Sternensaal. Ich versuche aus ihr rauszukriegen, wo der Preis versteckt ist. Dann sehen wir weiter. Und falls du vorhast, die arme Miss Holbrook umzunieten, denk daran, dass bei einem Schuss sofort der Alarm ausgelöst wird. Optional, wir sollen diesen Dombrowski töten? Naja, mal schauen. Was hat es mit dieser Gesellschaft zum Erhalt der Erde auf sich? Angeblich wollen sie die Seele der Erde feiern. Die Kultur, die Menschen und die Ideale der Vergangenheit. In ihren Augen ist die Erde heute tot, weshalb sie ihre verbleibenden Aspekte unbedingt bewahren wollen. In Wahrheit wollen sich hier einfach Leute mit viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit das Gefühl geben, sie würden einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Okay. Und warum kann ich Dombrowski nicht einfach umlegen und mir seinen Zugangspass nehmen? Das musst du ernsthaft fragen. Okay. Zwei Gründe. Erstens, die Galbank beschützt ihre Leute. Wenn du Dombrowski umbringst, hetzen sie der Crimson Fleet Ecliptic auf den Hals. Was Delgado wohl eher ungut fände. Zweitens, jede einzelne Galbank-Filiale in den besiedelten Systemen würde ihre Sicherheitsvorkehrungen verdreifachen. Und was ihr auch mit der Galbank vorhabt, das wäre für eure Pläne sicher nicht sehr hilfreich, oder? Korrekt. Gut, das war's erstmal. Ach, und mach einen Bogen um die Canapés bei der Gala. Die sind aufgetaut, nicht frisch. Ja, dann danke für den Tipp. So, wir beide auf Kreuzfahrt. Andreas richtig begeistert.
Ja, okay. Ja, sie kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Es ist unglaublich. Es ist die Freude in ihrem Gesicht. Mein Gott, ich werde bekloppt. Ach, Andrea. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeitsreise. Machen wir sie doch noch. Der Sternensaal, das klingt ja toll. Ich hoffe, der sieht auch toll aus. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Da treiben wir uns hier auf der Siren of the Stars mal rum. Und jetzt sind wir immerhin angekommen. Wir wissen Bescheid, was zu tun ist. Und dann versuchen wir das in der nächsten Folge irgendwie gebacken zu kriegen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es kommt nicht wieder zu weiteren Verzögerungen von Starfield-Folgen. Soll nicht weiter vorkommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.